Starry, starry night. Oh my God. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and daffodils. Catch the breeze and winter chills and colors on the snowy linen land. And now I understand what you've tried to say to me and how you suffered for your sanity. How you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they listen now. And now I think I know what you've tried to say to me and how you suffered for your sanity. How you tried to set them free. They will not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Ich war zu spät. Ich fand das so schön. Ja, dankeschön. Toll. Wie heißt du denn? Ich bin Svenja. Hallo Svenja, wie alt bist du? Ich bin 12. Ich fand es so schön. Wenn ich ein 12-jähriger Junge wäre, dann würde ich gerne mit dir am Lagerfeuer sitzen und würde ganz verträumt dir zuhören, wie du singst. Aber ich bin jetzt 53 und die Batterien von meinem Hörgerät waren kaputt und ich musste die auswechseln und habe es nicht gehört, habe nicht gedrückt. Ganz toll, ja, sorry, uns ist irgendwie durch die Binsen gegangen. Aber du bist zu Recht weiter. Vielen Dank, Herr Vincent und Alvaro, dass ihr gedrückt habt. Wir haben beide in der letzten Sekunde gedrückt, ein bisschen verzaubert gewesen. Man hat gemerkt, dass du natürlich selber Gitarre spielst. Und normalerweise ist es so, dass die Stimme sich mehr festigt, je länger man auf der Bühne steht. Bei dir habe ich das Gefühl, dass die Stimme immer, du wurdest immer nervöser irgendwie zum Ende hin. Aber es war ein wunderschöner Auftritt. Svenja, ich fand das so schön. Deine Stimme war für mich so wie eine dicke Jacke im Winter, wenn es regnet und du siehst draußen, wie es sogar fast schneit. Mir wurde sehr warm ums Herz. Ich habe sehr genossen und wie Vincent meinte, es wurde ein bisschen nervöser, aber trotzdem habe ich gebuzzert, weil ich einfach deine Stimmfarbe so, so schön finde. Das ist echt, du hast ein Geschenk. Svenja, ich gehe kurz was holen, ja? Also bevor du dich entscheidest, vielleicht kannst du dich so ein bisschen auflockern und es ist alles nicht so seriös. Ja, wir fragen. Ich bin gleich wieder da. Ich wollte dir gerne noch was sagen und zwar... Vincent, komm mal kurz, Vincent. Ich habe ganz... viele Tränen vergossen. Ich habe mich jetzt nicht umgedreht, weil für mich ein kleines Fünkchen nicht da war. Ist aber schalegal, es haben sich zwei umgedreht. Ich möchte mich bei dir bedanken, liebe Svenja. Du hast ein wunderschönes Lied dir ausgesucht. Für mich ist es eins der bedeutendsten Lieder meines Lebens. Und du hast mich gerade in eine ganz schöne Stimmung gebracht. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Guck mal, du kannst dich auf meinen Stuhl setzen, das ist ganz bequem. Ich kann dir deine Gitarre abnehmen. So. Was mache ich hier? Ich glaube, das wird eher jetzt peinlich einen, für uns. Einen Stuhl aussuchen. Oder unparteiisch, geh auf meinen und ich setze mich auf einen anderen. Ah, Mann. Alles Svenja, willkommen in der Show. Also, Alvo, was willst du von mir? Wir fanden es ja beide so gut. Vielleicht sollten wir für Svenja einen Song performen, oder? Vielleicht kennst du den. Dreh dich um. wisst ihr? Wisst ihr nicht? Nein? Ja, okay. Also, Backstreet Boys, genau. Yeah, there you are, my fire, the one desire, believe when I say that I want it that way. Tell me why it ain't nothing but a heartache. Tell me why it ain't nothing but a mistake.
meinen Zeiten. Kriegst du gut aus? Klar. Ja, steht mir? Safe. Safe? Safe. Safe. Komm her. Da bin ich mal gespannt. Okay, Vincent, komm. Komm. Komm auf deinen Stuhl, komm. Komm hier, komm. 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 Und hopp, komm. Hab sie. Gut gemacht. Also, wenn du deine Gitarre wieder haben willst, dann... Kriegst du sie gleich, wenn du von der Bühne gehst, egal mit wem du ins Team gehst. Also danke, dass ihr euch beide umgedreht habt. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich gehe zu Alvaro. Danke, Svenja. Mega, das wird super. Ich hole noch ein Geschenk für dich, ja? Dankeschön. Das war's mit der Gitarre. Ein Ukulele für dich, als Team Alvaro geschenkt. Dankeschön. Einen Riesenapplaus an Svenja! Dankeschön. Dankeschön. Herzlich willkommen. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, weil es ist einfach ein unglaubliches Gefühl, vor Menschen zu spielen. Und ich würde es jederzeit wieder machen.